Die Bürgerpartei Erkelenz unter der Führung von Karl-Heinz Frings beantragte bei der Stadt Erkelenz zum wiederholten Mal, dass ab sofort die Parkgebühren in der Stadt bis auf Weiteres einzustellen seien. Als Grund führt der Fraktionsvorsitzende in einem Schreiben an den Bürgermeister an, dass der Hückelhofener Mediamarkt mit riesigen Plakaten für das kostenlose Parken in Hückelhofen geworben habe. Hückelhofen besitzt derzeit 2200 kostenlose Parkplätze. Somit ziehe es zahlreiche Bürger zum Einkaufen in die benachbarte Stadt Hückelhofen statt nach Erkelenz. Frings glaubt, dass in Erkelenz deshalb etwas verkehrt läuft. In Erkelenz ist verkehrt, dass hier Parkgebühren erhoben werden, wogegen in anderen Städten keine Parkgebühren erhoben werden, wie zum Beispiel Hückelhofen. Und die Tatsache, dass die Stadt Hückelhofen bzw. die Verwaltung oder die Geschäftsleute von Hückelhofen sich über Erkelenz lustig machen, weil wir Parkgebühren erheben, die hat uns natürlich veranlasst, jetzt wieder einmal den Antrag zu stellen, endlich auf die Parkgebühren zu verzichten und eine ganz normale Parkregelung, wie in anderen Städten ist, mit Parkscheibe zu machen. Bürgermeister Peter Jansen geht davon aus, dass der Antrag erneut abgelehnt wird. Also da ist der Antrag in meiner Zeit mindestens schon zum dritten, vierten Mal von der Bürgerpartei gekommen. Jedes Mal hat der Rat entschieden, so wie es jetzt ist, unter sachlichen Gründen. Und wir werden den Antrag natürlich jetzt wieder in den Rat reinbringen, wieder mal. Und der Rat wird entscheiden. Insofern jetzt Ratsbeschlusslage ist, es nicht zu tun. Des Weiteren fordert die Bürgerpartei von der Verwaltung, ein Konzept zur Belebung der Erkelenzer Innenstadt zu erstellen. So sollen eine Imagekampagne gestartet und mehr Parkplätze in der Innenstadt geschaffen werden. Wie könnten Sie sich das vorstellen? Ja, wir haben ja in Erkelenz auch nur so einige Sachen, die Hückelhofen nicht hat. Und die sollte man bewerben. Und wenn man nach Hückelhofen reinfährt, ist an jeder Eingang von der Stadt ist ein Begrüßungsschild. Wir begrüßen die Besucher von Hückelhofen. Wenn ich mir die Kreisverkehre angucke, wie schön die mit Blumen gepflegt sind. Die Stadt Erkelenz macht nach außen hin keinen guten Eindruck. Und ich denke mal, eine Imagepflege würde hier schon gut tun. Die Stadt Erkelenz hat in dieser Richtung, unabhängig von der Forderung der Bürgerpartei, bereits angefangen, etwas zu unternehmen. Wir haben Stadtmarketingmanagerin eingestellt, wir haben damit begonnen. Beteiligt haben sich viele, nicht alle, auch der Antragsteller nicht an dieser Stelle. Und wir arbeiten im Image. Gestern hatten wir eine große Veranstaltung mit dem Institut für Handelsforschung und mit 40 Einzelhändlern dabei. Also wir sind dabei dran zu machen. Aber wir können im Handel ja nicht vorschreiben, wie er verkaufen und werben soll. Jetzt gibt es ja seit einer Weile in Erkelenz das neue Parkleitsystem. Welche Erfahrungen haben Sie damit bis jetzt gemacht? Es greift, aber wie das eben so ist, wenn man lange Gewohnheiten hat, es dauert so ein bisschen, bis man sich umstellt, aber es greift. Wir haben in der Erkelenzer Innenstadt die Bürger mit den Forderungen der Bürgerpartei konfrontiert. Herausgekommen sind ganz unterschiedliche Meinungen. Sie haben jetzt zum Glück einen Parkplatz gefunden. Ja. Ne? Ist das immer so oder haben Sie hier eigentlich auch manchmal Probleme mit dem Parkplatz? Ich habe auch manchmal Probleme. Wie sehen Sie das denn hier? Wenn ich zum Doktor muss mit meinem Mann, das ist immer ganz grauenhaft hier. Also würden Sie es um die Zeit kriegt man schon mal, aber wenn Sie später kommen oder gegen Mittag, also da ist Feierabend mit Parkplatz hier. Und dann müssen Sie auch noch immer bezahlen, oder? Ja, klar. Wäre es besser, wenn man so wie in Hückelhofen macht, hier überall kostenlos? Das auf jeden Fall. Wegbagger auch. Wegbagger auch kostenlos. Ich fahre immer so, dass ich einen Parkplatz kriege. Ja. Achso, also haben Sie kein Problem mit den Parkplätzen hier? Normalerweise habe ich kein Problem. Also Parkplätze sind genug da. Wie beurteilen Sie denn die Parksituation hier? Ist es immer so schwierig? Ist eigentlich, ja, so wie immer. Ja. Also in Hückelhofen wäre es ja umsonst. Sollte ja. Das hier in Erkelenz auch so sein? Finde ich wesentlich besser in Hückelhofen. Warum? Ja, weil man einfach mit einer Parkscheibe parken kann. Und das nicht, man muss sich nicht einen Parkautomaten suchen und es ist halt umsonst. Wenn ich hier 10-mal parken will, ne, neunmal kriege ich einen Parkplatz. Man muss wohl etwas Geduld haben. Und die sich beschweren, ne? Das sind die Anlieger hier, die nicht hier parken können oder die hier beschäftigt sind. Aber sonst können die Kunden ja hier nicht parken. Ne? Also ich habe keine Schwierigkeiten. Woran denken Sie, wenn Sie parken in Erkelenz hören? Ist das schwierig? Es geht. Also wenn man in der Stadt einen Parkplatz kriegen möchte, muss man schon Glück haben. Ja. Wäre es denn dann vielleicht besser so wie in Hückelhofen, wenn alles umsonst parken wäre? Das wäre am günstigsten. Das finde ich auch immer gut, dass man das stadtnah erreichen kann, dass ich nicht hier immer 50 Cent rein schmeißen muss. Das läppert sich immer. Und ich wohne jetzt in Wegberg öfter nach Hückelhofen, aufgrund dessen, dass man da nicht bezahlen muss. Dieses Parkleitsystem hier in Erkelenz, hat Ihnen das irgendwann schon mal helfen können? Nicht wirklich. Also ich gucke da drauf. Ich fahre trotzdem gucken, auch wenn kein freier Parkplatz angezeigt wird. Also ich verlasse mich da nicht sehr drauf. Nee.